So, damit sind wir bei der letzten Aufgabe, nämlich benutze im Verlauf eines Matches, also in einer Runde sollt ihr das Bat-Signal aktivieren, eine Enterhaken-Pistole benutzen und Schaden zufügen mit diesem Batman-Bumerang. So, das alles ist ein bisschen viel. Deshalb, ich probiere jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt, wo die Signale sind. Ich probiere es einfach mal bam, 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 in Solo Arena. Das Problem ist, oder nee, 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 stopp. Ich probiere es nochmal in Gruppenkeile. Das Problem ist, das ist halt echt nicht einfach, weil ich einfach mit diesen Dingern, du musst halt anscheinend wirklich den Gegner damit vollwerfen. Am besten ist halt natürlich, wenn da so eine Gruppe ist von Gegnern, da bietet sich eigentlich Gruppenkeile schon besser an. Weil wenn du einmal daneben wirfst im normalen Modus, du wirst du direkt abgeknallt. Und ich finde, so oft findet man die eigentlich auch nicht. So, falls du neu auf dem Kanal bist, weil die alten Hasen wissen ja, Ladebildschirmzeit, so wie jetzt, ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Aber wenn du noch kein Abonnent bist, lass mir gerne jetzt ein Abo da, weil ihr helft so mir. Ihr helft allen anderen, weil alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl dazu, zu dem Paysafe-Code. Und die Fragezeichen sind halt versteckt noch. Boah, eben mal habe ich einen, der Musik machen muss. So, und alle 10 Abonnenten löse ich halt eine Zahl auf, also immer in der Reihenfolge. Und wenn du halt noch mehr darüber wissen willst, einfach in der Videobeschreibung du vorbeigucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch genau erkläre, wie man den Code knacken kann. So, jetzt sind wir hier. Ja, Little Row. Ja, die werden natürlich alle da landen. Also müssen wir rüber zum Pleasant Park. Jetzt gehen wir nämlich hin, aktivieren direkt das Signal. Dann haben wir ja schon mal einen Teil der Aufgabe geschafft. Zone ist auch noch hier. Jetzt müssen wir halt nur den Haken benutzen, ist auch nicht das Problem. Mein Problem sind echt diese scheiß Wurfdinger da, ey. Da gucke ich jetzt, bis ich so einen Safe-Wurf habe, ey. So, einmal hier landen. Zack, 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 zack. Einmal aktivieren. So, das ist der erste Teil der Aufgabe. So, dem jumpen wir direkt mal hinterher. Jo, ich würde dann mal gern hinterher. Dankeschön. Und falls wir sterben, ist auch nicht schlimm. Gut, lost himself. So, jetzt kann ich noch mal gerade. Was mache ich denn, ey? Ich wollte noch nie, ich bin Idiot. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir einen Enterhaken finden, weil den finde ich nämlich irgendwie komischerweise auch nicht jede Runde. Machen wir das so. So, hier können wir raus. Ich gehe jetzt hier einmal komplett durch. Ich brauche nur diesen Enterhaken und halt diesen Wurfstern. Ich nenne jetzt Wurfstern. Ist natürlich der Bumerang. Im Automat wird er natürlich nicht sein. Zack, zack. Nichts drin. Was, oder doch? Ich wollte gerade sagen. In irgendeinem Haus wird ja wohl beides rumliegen. Hier schon mal nicht. Wir finden alles, nur nicht das, was wir suchen. Aha. Schmeckt. Jetzt nur diesen dämlichen Haken finden. Ich meine, das hier ist nicht die schwerste Aufgabe in meinen Augen.
So, den müssen wir nicht nutzen. Gut, haben wir. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch Schaden machen mit diesem blöden Ding. Aber ich finde halt genau das ist die Schwierigkeit. Weil man halt natürlich safe treffen will. Ah, stimmt, hier haben wir den Keller. Hallo. Danke. Nicht lecken. Einfach durchrennen. Ich nehme auch gern 10 mit, deshalb. Bestimmt hier sind ja 3 Kisten. Natürlich nichts. Ja, die Pistole brauche ich ja mehr, Leute. So, jetzt muss ich gerade wieder gucken, wie ich hier rauskomme. Hier unten habe ich mich mal übelst verschanzt wegen der Zucker. Ich vergesse es jedes Mal. Auch da runter gegangen und dann. Ja, leck noch mehr. Und dann kam die Zone und ich habe zum Verrecken den Ausgang nicht mehr gefunden. So, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen jetzt, was man machen muss. Einmal das Signal aktivieren. Dann muss man, sag schon, den Haken einmal benutzen. Das reicht. Und halt, wie gesagt, hier mit diesem Wurfstern dann Schaden machen. So, wir versuchen das so irgendwie hinzukriegen. Ich glaube, hier ist nämlich jetzt alles durchgelootet. Alle Möbel weggehauen. Im Keller war er auch schon. Ich will trotzdem lieber die Waffe. Ja, so einen müsste ich finden, wisst ihr? Und dann einfach so gegen den Kopf werfen. Jetzt ist nämlich die Frage, da hinten ist nichts drin. Ja, im Prinzip muss ich auch immer zu den Vorräten, weil da sind halt noch welche drin. Ich gehe lieber mit 20 Stück los. Und jetzt sind hier nämlich noch nicht viele da. Und jetzt wird die Zone nämlich noch enger. Ich sage, ich persönlich finde die Aufgabe eigentlich ist sie nicht schwer, aber. In meinen Augen hat hier ein bisschen, hallo, mit Glück zu tun. Hä? Ach, da oben. Oh, ernsthaft, muss ich jetzt echt hier. Heide Witzka. Schmeckt zwar, aber es ist nicht das, was ich mir so erhofft habe. Ich muss im Prinzip nur einen finden, der AFK ist. Ganz einfach gesagt.
Ist halt genauso wie mit den Granaten und so. Das ist im Prinzip nicht schwer. Aber funktionieren will es dann komischerweise doch nicht. Jetzt finde ich den einen Interhaken fünfmal. Gut, der Roboter, der gehört zu uns. So laut sein muss. Nein, nein, bleib hier. Ja, geschafft. Zack, Aufgabe geschafft. Aber halt nur 50 Schaden, aber das kriege ich schon irgendwie hin. So, jetzt habt ihr gesehen, wie es funktioniert. Euch wünsche ich dann viel Glück beim Ausprobieren. Also Sache, ihr müsst ja eigentlich nur einen finden mit Full Life und dem halt einfach 4 Stück gegen den Kopf knallen, dann habt ihr es ja auch geschafft. Warte. Nee. Zwei Stück, da habe ich jetzt echt verschickt. Die kommt anscheinend öfters. So, aber wie gesagt, euch viel Glück und viel Spaß dabei, das auszuprobieren. Aber ihr habt ja gesehen, wie es jetzt funktioniert. Einmal Bärtsignal, einmal den Haken benutzen und einmal einem so ein Ding in den Kopf werfen. Schon habt das. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß euch noch. Wie gesagt, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Aufgabe.